So, ich begrüße dich ganz herzlich zu diesem Video. Heute möchte ich mit dir über dein Selbstkonzept bzw. deine Identität sprechen. Und das zu verstehen war für mich der absolute Gamechanger, um mein Leben selber in die Hand zu nehmen und eine neue Realität zu erschaffen. Ich war nämlich früher nicht so wie jetzt. Ich war sehr, sehr schüchtern, ich habe mich nichts getraut, ich habe nicht an mich geglaubt. Am Ende habe ich einfach eine Rolle gespielt, die eine miserable Realität erschaffen hat. Und dementsprechend bin ich irgendwann in einer tiefen Depression gelandet. Und das war auch die wichtigste Sache, die ich verstehen durfte. Wir spielen alle nur eine Rolle. Du spielst aktuell nur eine Rolle. Du bist nicht der, der du glaubst, dass du es bist. Du bist unendliches Potenzial. Du bist einfach nur das Bewusstsein. Du bist der, der die Rolle spielt. Die meisten Leute glauben allerdings, dass sie die Rolle sind. Sie haben angefangen, sich mit dem Körper, mit ihrem Namen, mit dem, was sie jeden Tag tun, zu identifizieren. Wenn du jemanden fragst, wer bist du, werden die meisten Leute sehr wahrscheinlich mit dem Namen antworten, mit dem Alter, mit der Herkunft, mit der Religion oder mit der Berufung. Und es ist vollkommen normal zu sagen, ich bin meine Rolle. Wenn Tom Holland sagen würde, ich bin Spider-Man, dann würden wir ihn für verrückt halten, oder? Tom Holland spielt die Rolle von Spider-Man und genauso spielst du gerade auch nur eine Rolle. Und die wichtigste Sache zu verstehen ist, je nachdem, welche Rolle du spielst, wird auch das Bühnenbild sein. Du hast eine Rolle und die Realität spiegelt dir dann einfach nur, was eben zu dieser Rolle passt. Deswegen bringt es auch nichts, seine Handlung zu verändern oder zu versuchen, irgendwie mit der Realität anzukämpfen. Denn die Realität ist am Ende nur ein Spiegelbild von dem, wer du bist, beziehungsweise was du glaubst zu sein. Wenn du also ein miserables Selbstbild hast, beziehungsweise eine miserable Rolle spielst von jemandem, der die ganze Zeit hart arbeiten muss, der nichts im Leben verdient, der nicht gut genug ist, dann wird deine Realität dir das auch spiegeln. Was du glaubst zu sein, was du glaubst, wer du bist, was du glaubst, wie deine Realität ist, so wird sie am Ende auch sein. Euch geschehe nach eurem Glauben. Deswegen ist es erstmal wichtig zu realisieren, dass du nicht deine Rolle bist. Du bist einfach das Bewusstsein. Du bist sozusagen der, der diese Rolle spielt. Und du kannst vom einen auf den anderen Moment einfach anfangen, eine andere Rolle zu spielen. Du kannst aufhören, die Rolle zu spielen, die du die ganze Zeit gespielt hast. Du kannst einfach anfangen, eine neue Rolle zu spielen, eine neue Identität anzunehmen. Und wenn du das lange genug tust und an dieser Rolle festhältst, dann wird auch deine Realität dementsprechend sein. Ja? Deine Realität spiegelt dir einfach nur deine Identität. Ja? Wie innen, so außen. Und dein Selbstkonzept ist sozusagen im Innen das, was in dir vor sich geht, was du im Kern über dich selber glaubst. Und das Außen ist halt eben die Realitätsspiegelung davon. Und wie gesagt, die meisten Leute wurden darauf programmiert zu glauben, dass sie der Körper sind. Dass sie eben diese oder diese Rolle haben. Du kennst es sehr wahrscheinlich selber, wenn Leute sagen, oh, ich bin halt nicht so, ich war halt schon die ganze Zeit dick, das bin einfach nicht ich, das fühlt sich für mich nicht authentisch an. Aber all diese Dinge, all diese Eigenschaften, all die Dinge, die du getan hast und erlebt hast und so weiter, das bist nicht du. All diese Dinge definieren dich nicht. Nur solange du daran festhältst und dich damit identifizierst, wird es einen Einfluss auf dein Leben haben. Du kannst jetzt in diesem Moment loslassen und realisieren, dass du all diese Dinge nicht bist. Du bist nicht deine Resultate, du bist nicht, was dir passiert ist. Du bist einfach du. Und du kannst jetzt in diesem Moment entscheiden, welche Rolle du spielen möchtest. Ja, denn die Rolle, die du spielst, die Identität, die du annimmst, ist der Kern deiner Realität. Alles andere ist einfach nur eine Spiegelung davon. Und solange du glaubst, nicht gut genug zu sein, aber dann versuchst zum Beispiel irgendetwas zu erreichen, dann wirst du dich einfach nur selber sabotieren. Weil eben das ist, was die Rolle tut. Wenn du dich als eine Person identifizierst, die einfach dick und ungesund ist und du dann versuchst, ins Fitnessstudio zu gehen, wirst du vielleicht 2-3 Tage durchhalten, aber dann wird am Ende deine Rolle wieder übernehmen, weil es würde ja nicht zu der Rolle passen, gesund und fit zu sein. Deswegen musst du erstmal dich im Inneren verändern, deine Identität umprogrammieren und dann wird die Außenwelt folgen. Ja, Albert Einstein sagte selber schon, dass eine der wichtigsten Entscheidungen überhaupt die Entscheidung ist, ob du in einem freundlichen oder in einem feindlichen Universum lebst. Denn am Ende wird deine Realität dir genau das spiegeln. Deine Identität ist am Ende einfach nur eine Ansammlung
von unterschiedlichen Glaubenssätzen und Standpunkten. Ich bin gut, ich bin nicht gut. Ich bin reich, ich bin arm, ich verdiene es, geliebt zu werden, ich verdiene es, nicht geliebt zu werden. Ich muss hart arbeiten, alles kommt einfach in mein Leben und so weiter. All diese Glaubenssätze zusammen ergeben deine Identität, dein Selbstkonzept. Und alles in der Realität siehst du dann eben durch diese Linse. Denn am Ende ist die Realität vollkommen neutral. Jede Situation ist an sich vollkommen neutral. Es gibt nichts Gutes oder Schlechtes, sondern bewertest du eben alles eben durch dieses Glaubenssystem. Und je nachdem, was für Glaubenssätze du hast, wirst du in unterschiedlichen Situationen unterschiedliche Gedanken haben. Ja, im Endeffekt denkst du ja immer dasselbe. Das entspringt nämlich deinen Glaubenssätzen. Und je nachdem, wie du über eine gewisse Situation denkst, wirst du gewisse Emotionen fühlen. Und dadurch, dass du die Emotion fühlst, bewegt es dich zu einer Handlung. Ja? Emotion, Energy in Motion. Oder aus dem Lateinischen das Ganze Motus, etwas in Bewegung setzen. Ja? Die Emotion setzt dich in Bewegung. Du fühlst etwas und dann bewegst du dich eben in diese Richtung oder weg von dieser Sache, je nachdem, was für eine Emotion es eben auslöst. Und was für eine Emotion es auslöst, hängt davon ab, was du über diese Sache denkst. Und je nachdem, was du dann auf Basis von dieser Emotion tust, wie du handelst, erzielst du dann die Resultate. Und diese Resultate, die du dann wiederum erzielst, bestärken am Ende wieder nur deine Identität. Wenn du also glaubst, hey, ich bin gut genug oder ich verdiene es, Geld zu verdienen, wirst du so Gedanken haben wie zum Beispiel, hey, wieso starte ich nicht einfach ein Business oder es ist einfach, Geld zu verdienen und du wirst dann unbewusst einfach die richtigen Dinge tun. Ja, du wirst immer, wenn du an dieses Thema denkst, eine positive Emotion fühlen, weil wenn du sozusagen in die Zukunft vordenkst, denkst du, okay, hey, es wird funktionieren, ich werde das Geld verdienen und so weiter, dann bewegst du dich einfach darauf zu, manifestierst das erste Geld, das dient dann wieder als Bestätigung für deine Identität, für dein Glaubenssystem und dann wirst du nur noch mehr als diese Person handeln, weil du siehst ja immer wieder, ja, es stimmt, es stimmt, es stimmt. Und wir brauchen eben diese Bestätigung, um eben daran zu glauben, dass es wirklich stimmt. Und wenn du auf der anderen Seite wiederum denkst, oh, ich bin nicht gut genug, Geld ist nur was für böse Leute, ich bin halt nicht so und so weiter, dann wirst du schon bei dem Gedanken an Geld eine negative Emotion fühlen. Weil du willst ja nicht einer von diesen bösen Leuten sein, die Geld haben. Wie kann man nur Geld haben? Ist ja total schlimm. Und dann wirst du in Situationen, wo es zum Beispiel darum gehen würde, Geld zu verdienen oder wo sich dir eine Chance eröffnet, dich selber sabotieren. Weil du denkst ja, okay, Geld ist schlecht, also kann ich das ja nicht machen. Und am Ende wirst du genau diese Resultate dann erzielen. Und das wird dann wieder dein Selbstbild bestärken, weil du eben dementsprechende Resultate erzielst. Ja, es ist also ein Kreislauf, der sich die ganze Zeit manifestiert. Und das Ganze habe ich dann für mich angewendet, als ich mit YouTube anfangen wollte. Ich habe nämlich ursprünglich auch gedacht, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht selbstbewusst, ich habe keinen Mehrwert zu liefern und so weiter. Und immer wenn ich daran gedacht habe, ein YouTube-Video hochzuladen, kam logischerweise eine negative Emotion, weil ich ja gedacht habe, okay, die Leute werden mich auslachen, es wird sowieso nicht gut ankommen. Und wieso sollte ich dann ein Video hochladen, wenn es doch sowieso eine negative Emotion hervorbringt, beziehungsweise wenn es Leid in meinem Leben manifestieren würde? Also habe ich mich jahrelang selber sabotiert und kein Video hochgeladen, obwohl ich es eigentlich die ganze Zeit wollte. Und ich weiß, dass du auch gerade in einer Situation bist, sehr wahrscheinlich, wo du weißt, okay, eigentlich möchte ich das die ganze Zeit schon machen. Eigentlich ist das meine Vision, die ich manifestieren möchte. Aber irgendwie kannst du es doch nicht machen. Und zwar liegt das einfach daran, dass du noch an deiner alten Identität festhältst. Dass du noch nicht diese Person bist, die eben zu dieser Vision, zu dieser Außenwelt passt. Und als ich das realisiert habe, habe ich angefangen, mir andere Glaubenssätze einzuprogrammieren. Mir zu sagen, hey, ich liefere massiven Mehrwert. Ich kann Sachen extrem gut rüberbringen und so weiter. Die Leute werden es lieben. Und wenn ich dann daran gedacht habe, ein Video hochzuladen, aus dieser Identität heraus, dann ist natürlich eine positive Emotion hochgekommen, weil ich mir dachte, hey, ich kann den Leuten helfen, sie werden es feiern, ich werde wachsen und es macht einfach Spaß. Und dann habe ich ganz einfach das erste Video hochgeladen, habe gesehen, es funktioniert wirklich. Das hat die Identität dann wieder bestärkt. Meine Identität wurde durch das Resultat stärker und dann habe ich immer mehr aus dieser neuen Identität heraus gelebt. Das heißt, wenn du nicht zufrieden bist mit deiner aktuellen Realität, dann darfst du dir deine Resultate, deine Außenwelt anschauen und dich fragen, okay, was kann ich daraus schließen? Ja, du kannst ja sehen, alles, was du im Außen erlebst, ist eine Manifestation von deinen inneren Glaubenssätzen, von dem, was du glaubst, wie du und die Welt ist. Das heißt, du kannst dich fragen, okay, was für limitierende Glaubenssätze habe ich?
habe ich Beweise dafür, dass es wirklich stimmt, denn sehr wahrscheinlich sind die meisten negativen, limitierenden Glaubenssätze, die du gekriegt hast, gar nicht durch erste Hand Erfahrung entstanden, sondern dadurch, dass irgendjemand dir mal gesagt hat, Reiche sind böse oder man muss hart arbeiten, um etwas im Leben zu erreichen, du wirst es sowieso schwer haben, du bist nicht gut genug und so weiter. Und dann hast du in der Jugend einfach all diese Dinge angenommen und es ist zu deiner Identität, zu deinem Selbstkonzept geworden. Und wenn du eben realisierst, okay, ich bin das nicht, ich habe diese Resultate im Außen, dann kannst du diese inneren Glaubenssätze umprogrammieren. Ich habe einige Videos dazu gemacht, wie das Ganze funktioniert. Es gibt da viele unterschiedliche Methoden und dann kannst du anfangen, diesen Zyklus für dich zu nutzen. Denn dieser Zyklus, den ich dir gerade erklärt habe, ist am Ende das, was dich entweder zum Scheitern verurteilt oder was dir deinen Erfolg garantiert. Und wir sehen, dass das Ganze auf globaler Ebene die ganze Zeit abläuft. Deswegen werden auch die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer. Weil am Ende sehen sie etwas in der Außenwelt, sind sich nicht klar darüber, dass sie nur eine Rolle spielen. Das, was sie sehen, bestärkt wieder die Identität. Die Identität wird nur noch stärker und dadurch manifestiert sich eine noch schlechtere bzw. noch bessere Realität. Dadurch geht die Schere immer weiter nach außen. Das heißt, um eine neue Realität für dich zu manifestieren, darfst du erstmal diesen Zyklus durchbrechen. Und jetzt bist du dir bewusst darüber, dass eben dieser Zyklus das ist, was dich bewegt. Du kannst also ganz einfach an den Anfang des Zyklus gehen und deine Identität verändern. Anfangen, eine andere Rolle zu spielen. Und der eine oder andere wird jetzt vielleicht sagen, oh, aber das fühlt sich unauthentisch an, ich kann doch nicht faken, wer ich bin. Das ist am Ende wieder nur deine Rolle, die sich da gerade manifestiert. Ja, du spielst gerade eine Rolle, in der du eben glaubst, dass du das oder das bist und alles andere fühlt sich unauthentisch für dich an. Aber da sind wir wieder am Anfang. Du bist nicht deine Rolle. Du spielst eine Rolle. Es ist völlig egal, was für eine Realität du aktuell erlebst. Denn deine Realität ist nur eine Spiegelung von deinem Sein, wer du bist, was du glaubst, wer du bist. Und das ist das Einzige, was du verändern kannst. Und wenn du ankämpfst gegen deine Realität, dann wird nichts passieren. Denn das Fundament deiner Realität ist und bleibt deine Identität bzw. dein Selbstkonzept. Dein Sein. So, also was wären jetzt ein paar praktische Schritte, die du angehen kannst, um eben in deine neue Rolle zu wechseln, um dein Sein zu verändern? Und das Erste, was du tun darfst, ist dir erstmal klar zu machen, okay, was möchte ich eigentlich manifestieren? Was möchte ich eigentlich in der Außenwelt erleben? Was ist eigentlich meine Vision? Denn wenn du gar nicht weißt, wo du hin willst, was du eigentlich manifestieren möchtest, dann kannst du auch nicht wissen, wer du sein musst, beziehungsweise welche Rolle du spielen musst, um dahin zu kommen. Denn wie innen, so außen. Du definierst also erstmal ganz klar das Außen, was du erleben möchtest, deine Vision. Und dann auf Basis von dieser Vision fragst du dich, wer muss ich dafür sein? Welche Rolle muss ich dafür spielen? Wie denkt diese Rolle? Was für ein Selbstbild hat diese Rolle? Was für ein Alltag hat diese Rolle? Und so weiter. Und wenn du das gemacht hast, du bist dir also klar darüber, okay, das will ich manifestieren und das ist die Rolle, die ich sein muss, dann siehst du dich als diese Person. Du entspannst dich also ein bisschen, schließt dann deine Augen und siehst dich schon als diese Person in der Realität, die du erleben möchtest. Du fühlst dich da wirklich rein. Wie fühlt sich diese Person? Wie ist es bereits, diese Person zu sein? Und das machst du einfach immer wieder und immer wieder, bis dieses Gefühl dein neues, gewohntes Gefühl wird. Und du wirst merken, dass dir neue Ideen kommen. Du wirst merken, dass du plötzlich Optionen siehst, die du vorher nicht wahrgenommen hast. Denn am Ende sind alle Optionen bereits die ganze Zeit da. Ich hätte schon ganz am Anfang einfach den YouTube-Channel starten können, aber ich habe diese Option einfach nicht für mich als eine Möglichkeit wahrgenommen, weil es nicht zu meiner Identität gepasst hat. Das heißt, wenn du neue Inspirationen, Ideen und so weiter kriegst, dadurch, dass du in dieses neue Gefühl, in dieses neue Sein eingetaucht bist, dann darfst du diesen Impulsen auch folgen. Denn das ist der große Test. Da stellt sich heraus, okay, glaubst du wirklich daran oder glaubst du nicht daran? Bleibst du im Zweifel oder bist du im Vertrauen? Und wenn du dann die ersten Schritte gehst, die ersten Resultate erzielst aus deinem neuen Sein heraus und in der Außenwelt siehst, hey, es funktioniert ja wirklich, dann bestätigt das wieder deine neue Identität. Deine neue Identität wird dann immer stärker und stärker und irgendwann musst du gar nicht mehr darüber nachdenken. Du spielst einfach perfekt diese Rolle, weil du wirklich diese Person geworden bist. Dafür musst du aber auch wirklich als diese Person leben. Ja, und es macht keinen Sinn, sich zu beschweren, in der Opferrolle zu bleiben, zu sagen, die Welt ist so böse, ich kann das und das nicht.
Denn das bestätigt am Ende wieder nur deine Rolle. Egal was du tust, egal was du sagst, es bestätigt immer nur deine Rolle. Ja, es bestätigt immer den Zustand, aus dem heraus du handelst, aus dem heraus du agierst. Und dieser Zustand, dieses Sein, ist eben das Fundament deiner Realität. Alles andere baut sich eben auf dieser einen Sache auf. Wenn du kein gutes Selbstbild, keine gute Identität hast, kannst du tun, was du willst. Am Ende wird das Strohfundament zusammenbrechen. Deswegen ist es wichtig, dir erstmal ein positives Selbstbild aufzubauen. Wie das funktioniert, habe ich dir gerade schon gesagt. Mal dir erstmal aus, was will ich erleben? Wer muss ich dafür sein? Geh in diesen Zustand rein und dann folg den Impulsen. Am Ende ist das ein Vertrauenstest. Und das ist leider eine Sache, die meisten Leute niemals realisieren werden. Denn es hört sich vollkommen absurd an, wenn man noch nie davon gehört hat, dass du nicht der bist, der du glaubst zu sein. Uns wird ja von klein auf beigebracht, du bist das und das, das ist dein Platz, du bist nicht gut genug, weil du schlechte Noten geschrieben hast und so weiter. Aber sich darüber bewusst zu werden, das zu realisieren, gibt dir deine Freiheit zurück. Die Freiheit, darüber zu entscheiden, wer du sein möchtest, was für eine Rolle du spielen möchtest und dementsprechend auch, was für eine Realität du erfahren möchtest. Es ist völlig egal, was du aktuell im Außen erlebst. Jetzt in diesem Moment hast du die Möglichkeit, jedes Potenzial zu manifestieren, wenn du dir darüber bewusst wirst und in das gewünschte Sein eintauchst. Alles andere spielt keine Rolle. Alles andere fließt aus diesem Seinszustand heraus. Deswegen sage ich auch immer am Ende des Videos, du kannst alles sein, haben und tun, was du willst. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.